Der britische Sportwagenhersteller Lotus arbeitet an einem SUV. Das hat der Chef Gales in einem Interview bestätigt. Vor einigen Wochen waren bereits Patentzeichnungen des Modells aufgetaucht. Sie zeigen ein Auto mit flacher Dachlinie und markanter Heckpartie. Gales zufolge soll das noch namenlose SUV 2022 auf den Markt kommen. Vom Vorstoß in das neue Segment erhofft sich der Lotus-Chef, die Anzahl verkaufter Autos von derzeit 1.600 auf über 10.000 zu steigern. Wahrscheinlich ist es, dass das SUV Volvos flexible SPA-Plattform verwendet, die unter anderem beim XC60 und XC90 zum Einsatz kommt. Neben Vierzylindermotoren wäre als Antrieb damit auch ein Plug-in-Hybrid mit 400 PS möglich. Das Lotus-SUV soll unter 2 Tonnen wiegen, ein echtes Leichtgewicht wird es damit nicht. Trotzdem verspricht Gales die besten Handling-Eigenschaften im Segment. Preis vermutlich so ab 70.000 Euro.